Innsbruck ist ein guter Standort, weil man hier sau viele Möglichkeiten hat. Die Lage ermöglicht es, dass man in der näheren Umgebung eigentlich immer was findet. Und wenn man sich auskennt und ein bisschen plant, kann man im Grunde genommen immer was machen. Das Problem an dem Winter war, dass wir halt entweder gar keine Unterlage hatten oder halt einfach echt zu viel Schnee. Wir hatten ein paar Tage, wo es einfach pervers geschneit hat und man findet schon was. Einfach anderes Gelände suchen, vielleicht ein bisschen kreativer sein. Irgendwie in den Bergen aufgewachsen und es war irgendwie klar, dass ich früher oder später so mehr vielleicht ins Backcountry gehe. Bin halt auch viel am Streeten oder halt vor allem am Park fahren gewesen. Das Gute ist, dass der Sport halt einfach da eine ganz andere und neue Perspektiven bietet. Auf eine Hütte gehen ist Abstand gewinnen. Man ist natürlich auch weg vom Schuss. Der Tag ist ziemlich lang, man wacht dort oben auf, hat keine Anreise, hat keine Abreise. Man ist unmittelbar halt im Gelände und das bietet einem wahnsinnig viele Möglichkeiten. Backcountry ist für mich immer die erste Wahl, weil einfach Powdern das Geilste ist auf der Welt.